Makramee kommt aus dem Orientalischen, ist eine Knüpftechnik. Und heutzutage kann man ganz verschiedene Sachen damit machen. Schlüsselanhänger, Vasen, Blumenampeln. Man tut einfach aus Garn verschiedenste Sachen damit knüpfen. Angefangen habe ich mit einem Buch. Dort habe ich wirklich mal so die verschiedenen Knüpftechniken rausgesucht und gelernt. Es hat doch ein Moment gebraucht, bis dann meine Sachen wirklich mal schön ausgesehen haben. Wenn ich jetzt so ein bisschen die Bilder vergleiche, wo ich das erste Mal einen Nupi-Anhänger gemacht habe und wie es aussieht, wenn ich heute einen mache, das sind Welten. Ich habe so zwei, drei Sachen in meinem Hinterkopf, die ich dann gerne einmal machen möchte. Das eine wäre eine Hängematte, das andere wäre ein Liegestuhl. Das sind wirklich nachher so solche Sachen, die definitiv auch mehr Garn brauchen. Da muss ich schon noch gerade ein bisschen mehr Zeit investieren. Das Knüpfen ist für mich sehr ein sehr guter Ausgleich zum Bürojob. Ich kann wirklich sehr kreativ etwas selber knüpfen. Und es ist auch sehr schön, wenn du einfach am Ende dieser Arbeit das Resultat hast, das du in der Hand hast. Ich bin Samira Bouchamil. Ich arbeite bei der AKB als Fachspezialistin Nachhaltigkeit. Und Makramee ist meine Leidenschaft, weil es einfach ein super Ausgleich ist neben dem Bürojob.